Das ist der Schriftzug, der vielen Rekommunalisierungsbefürwortern ein Dorn im Auge ist. Denn nicht nur Stromverkäufer ist das schwedische Staatsunternehmen. Mit einer Tochterfirma betreibt Vattenfall auch das Stromnetz der Hauptstadt. Also technische Qualität stimmt. Statistisch gesehen steht Berlin mit einer Stromausfallzeit von etwa 12 Minuten pro Jahr und Kopf gut da. Der Europachef von Vattenfall, Tuomo Taka, sieht deshalb auch der bevorstehenden Volksabstimmung eher mit gemischten Gefühlen entgegen. Vieles spricht seiner Meinung nach gegen den Rekommunalisierungsgedanken. Wie passt eine zusätzliche finanzielle Belastung des Landes, die weder die CO2-Emissionen senken noch die Versorgungssicherheit erhöhen würde, in eine politische Landschaft, die von Schuldenbremse und Haushaltskonsolidierung geprägt ist? Unterstützung gibt es da aus der Wirtschaft und aus Teilen der Politik. Auch hier geht man nicht davon aus, dass Rekommunalisierung auch gleichzeitig niedrige Preise bedeutet. Es wird hier ein Ausschreibungsverfahren geben, wie es in der Marktwirtschaft üblich ist. Und das soll diskriminierungsfrei abgeschlossen werden und der Beste soll gewinnen. Aber es soll nicht politisch entschieden werden, dass ein Staatsunternehmen das macht, was es nachher im Zweifelsfall nur teurer und nicht besser macht. Es gibt keine Beschlusslage einer Rekommunalisierung der Stromnetze, sondern es gibt eine Vergabe, die diskriminierungsfrei erfolgt. Und ich glaube, das ist auch die Position der CDU, Rekommunalisierung macht nur dann Sinn, wenn die Verbraucher entlastet werden. Das steht bei Strom aber auf keinen Fall an. Das sehen die Rekommunalisierungsbefürworter natürlich ganz anders. Hier wird befürchtet, dass Land und Private bei der Vergabe der Stromnetzkonzession am Ende gemeinsame Sache machen. Wir befürchten, dass der Senat einen schmutzigen Deal mit Vattenfall sucht, das Netz gemeinsam betreiben will. Und auch ordnungsrechtlich ist es nicht sinnvoll, dass der größte Produzent von Strom, der größte Verkäufer von Strom, auch noch das Monopol über das Stromnetz hat. Doch egal, wie am 3. November entschieden wird, Vattenfall-Chef Hataka schätzt die Chance, dass die Strompreise in naher Zukunft sinken, eher als gering ein. Wenn man Klimaschutz ernst meint, muss man auch den Mut haben, die Konsequenzen klar und deutlich zu kommunizieren. Es gibt keinen Klimaschutz zu Nulltarif. Tuomo Taka bestätigt auch noch einmal, dass Vattenfall an seinem Engagement in Berlin festhalten will. Der Schriftzug Vattenfall wird also wahrscheinlich von den Kraftwerken der Hauptstadt nicht so schnell verschwinden.